Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stumblegeist-Video auf meinem YouTube-Channel. Eigentlich wollte ich heute ein Minecraft-Video machen, aber das Ganze ist ein wenig eskaliert. Deshalb habe ich jetzt SGS-Video gemacht. Wir drehen direkt alle am Rad und machen den. Und sorry, dass letzte Woche gar nichts online kam. Das ist vor allem deswegen, weil ich letzte Woche Schnupperlehre hatte und um 5 Uhr aufstehen musste. Teilweise war ich bis um, keine Ahnung, 6 Uhr dort. Das heißt, dann war ich so gegen knapp nach 6:30 hier. Also zu Hause. Und das war einfach ein wenig zu lange. Und dann konnte ich nicht noch Livestream oder irgendwas. Ich dann einfach mich schon wieder gefühlt mental auf den nächsten Tag vorbereiten musste. Und deshalb spielen wir direkt eine Runde Stumblegeist. Und ich zeige euch heute den neuen Emote. Ich weiß zwar nicht, wie man ihn spielt, aber ja. Es gab ja einen neuen Stumble Pass vor einer Woche. Das war genau dann, weil ich schon eine Woche hatte. Tut mir leid, dass ich da kein Video dazu abgeloadet habe. Dann spielen wir halt eine Runde Block Dash. Legendary. Wirklich, tut mir leid, eigentlich war ein Minecraft-Video geplant, aber das ganze, die ganze Challenge, die ich da machen wollte, war nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das war so eine Random Drop Challenge. Die war halt komplett dumm. Und ich habe das rote Skelett hier ausgewählt. Weil damit ist man gefühlt unsichtbar auf dem Boden. Das ist halt so OP. Das ist zu OP. Ich sag's auch so, wie es ist. Wenn man nicht gesehen wird, dann denkt man. Hä? Die geben einen selbst auch noch Rückstoß. Okay. Jetzt erst machen wir uns ein wenig sichtbar und tun dann direkt wieder den Modus hier holen. Dann hauen wir doch mal ein wenig durch. Da. Oh, der war schön, der war schön. Schick, schick, schick. Nee? Hä? Was hat der gemacht? Ich bin rausgeflogen. Okay, guter Moment, um euch zu zeigen, was der neue Emote ist. Und zwar ist der ganze das hier, Power Jump. Der ist da nicht zwar Power, aber ich kann ihn mal spielen. Mythisch. Da, Power Jump. Und stattdessen haben wir Tetris raus. Let's go! Spielen wir mal eine Runde und dann zeige ich euch mal, was der kann. Eigentlich gar nichts, aber ja. Hat trotzdem mindestens 20 Franken dafür ausgegeben. Wer kennt's nicht? Also ich habe wieder mal enorm viel Geld, eigentlich ein wenig Geld für dieses Video aufs Spiel genommen. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lässt. Damit ich auch ganz schön weiter Videos machen kann. Ihr habt's gesehen. Der macht eigentlich nichts weiter als einen Jump Boost, hat einen enorm langen Cooldown, wer nicht. Also, ja, nicht gerade so der Traum-Emote von allen. Kann ich euch mal zeigen. Ja, der bringt eigentlich nichts, ihr habt es gesehen. Bringt eigentlich so gut wie gar nichts. Okay. Ihr seht's, man kommt hier nirgendwo hoch mit dem Emote. Das war einfach eine komplette Kacke, die da von Stumblegeist einfach als Emote verkauft wurde. Und ich fliege schon wieder raus, warum auch immer. Ich bin ein wenig trainiert, weil ich habe seit knapp 2 Wochen, also als ich mir kurz den Pass durchgekauft habe, kein Stumblegeist mehr gespielt. Also kurz einmal den Livestream mittwochs, das waren aber auch nur 30 Minuten. Und seitdem bin ich eben ein wenig aus der Übung. Das hat man ja auch im Livestream gemerkt. Ihr habt gesehen, der Emote bringt eigentlich gar nichts. Er ist einfach da, weil die Leute irgendwas sowas wollten. Wer nicht? Mehr ist er nicht mal drin. Den kann man wirklich nichts machen. Mit dem kann man nichts machen. Wahrscheinlich kann man damit länger jumpen bei Double Jump oder sowas. So Standardzeug, warte kurz.
Versuch mal hier irgendwo auf eine Wall drauf zu kommen. Ja, bringt genau gleich viel. Bringt genau gleich viel. Kauft euch den nicht. Das ist einfach nur eine absolute Katastrophe. Okay, da wurde doppelt geblockt. Ja, seht ihr, das bringt gar nichts. Bringt nichts, war teuer. Mehr will ich dazu auch nicht sagen. Diese Mode ist einfach komplette Scheiße. Sagen wir es so. Auf gut Deutsch gesagt, ist ja das, was ich gesagt habe. War nur eine absolute Geldverschwendung. Kauft ihn nicht, ist meine persönliche Meinung. Na gut, ich kann ihn auch nicht richtig einsetzen, glaube ich, aber ja. Ja, genau, komm. Komm, wer will als nächstes nach Hause holen? Die Spikes oder wer auch immer. Und das ist hart. Ehemals war es aber gut in Song und jetzt so. Wahrscheinlich wegen dem neuen Emote. Anpassen. Emote direkt wieder raus. Habt ihr gesehen, der bringt gar nichts. Bringt gar nichts. Komm, nimm mir stattdessen mal den Pokémon, den habe ich auch noch nicht richtig angeschaut. Also kurz verlassen, denn ich habe eine Belohnung. Und so 25 Gems, die wieder aufgeladen werden auf meinen Nacken. Nein, ehrlich, mein Feedback, kauft den Emote nicht. Bringt nix. Aber wenn ihr den Emote schon habt, dann schreibt mir doch mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Also ich, bei mir ehrlich, hasse den Emote. Alter! Er ist selbst rausgeflogen. Was für ein Bot. Er ist selbst rausgeflogen. Er wollte mich raushauen auf dicke Basis und ist dann selbst rausgeflogen. Und ach ja, neuerdings, ich akzeptiere in Stammgeist nur noch Freundschaftsanfragen, die mit SK anfangen. Also wenn ihr euch irgendwie anders nennt, bei mir in Stammgeist, auf meinem Account, keine Chance. SK-Skill. Also SK-Name, genauso wie bei mir den Ding da. Alter, das gibt einem selbst Knockback. So übelst heftig. Alter. Wie gesehen, wenn man den so frontal anspuckt, dann gibt es übelstes Knockback. Keine Ahnung, wer den Emote designt hat, aber der ist ja absolut Schmutz. Upsi. Alter, what? Was so am Rand? Dass ich. Keine Ahnung mehr was. Nein. Alter. Der hat's gar nicht noch so geschafft durch mein Spooky-Mode. Der Spooky-Mode ist einer der OP-sten Emotes. Wenn sie einem Alter, ist ein Knockback geben, was man so. Haben kann er Knockback. Ist trotzdem OP für dich. Meine Meinung, OP. Genauso wie Epic Gamer OP sie einen euch genannt hat. Nein. Ha. Noobs. Get fragged. Statisch. Nein. Gibt's doch nicht! Alter. 100 Gems minus bisher. Wir haben uns noch nicht für die zweite Runde Quali. Schlechte Zeiten. Aber ihr könnt, wie gesagt, gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben zu dem Emote, zu dem ich gerne abonnieren. Ich werde wahrscheinlich vielleicht das Video auch, wahrscheinlich vielleicht, nein, wahrscheinlich nicht werde ich das Video hier cutten. Aber wenn, oh mein Gott, was war das für ein Spooky-Mode? Okay. Der Spooky-Mode ist auch absolut. Also wie gesagt,
Wenn ihr wollt, supportet mich gerne. Würde mich wirklich sehr freuen. Ich würde nämlich gerne in 2 Jahren, oder besser gesagt, nur noch eineinhalb Content Creator für Stumble Guys werden. Heißen, dass ich dann auch vielleicht irgendwann mal einen Content Creator Code habe. So Creator Code. Einfach ausgedrückt. Das ist ja einfach geil. Ja, dann auch meinen Creator Code einfach in den Shop eintragen könntet. Das ist geil. Ehrlich jetzt. Fände ich geil, wenn ihr mich supportet. Oh, tschüss, Glitchy. Du hast heute dich ein wenig mit dem Falschen angelegt. Das Huhn leider nicht. Das Huhn nicht. Halt. Jetzt auf. Es gab nur mehr Knockback. Wahrscheinlich, weil ich viel zu nahe dran war. Ja. Oh mein Gott, der hatte Glück. Der hatte Glück. Okay, ciao. Ich würde mich nächste Woche am Montag wieder melden. Da mache ich einen Twitch-Livestream Minecraft. Seid auf jeden Fall dabei. Mittwochs gibt es wieder einen Livestream auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Genau.